Roman Fress bestreitet seinen nächsten Hauptkampf in Magdeburg am 14. Mai. Ja, ich habe mit Robert Stieglitz vor ein paar Tagen gesprochen und sind natürlich gute Dinge, sind sehr gut vorbereitet auf diesen Kampf und ja, also in den letzten Kämpfen hat eigentlich Fress abgeliefert und mit seinem ja, Uppercut hat eigentlich ja, denke mal, einige Gegner beeindruckt. Also ja, also man muss jetzt sehen, dass natürlich Roman Fress immer stärkere Gegner vor die Fäuste bekommt und dieser Gegner wird es natürlich auch nicht einfach sein. Der hat den Masternak geboxt und ja, ist natürlich für Fress die nächste Stufe und er braucht er jetzt immer stärkere Gegner, um oben angreifen zu können. Also nicht nur jetzt, um diese Punkte zu sammeln, um im Ranking noch weiter zu kommen, sondern auch um wichtige Erfahrung gegen Topboxer. Ja, also denkt man schon, dass physisch wird er gut vorbereitet sein. Wir kennen ja, dass Robert Stieglitz immer topfit war und eigentlich ja, sehr gute Physis immer mitgebracht hat. Und ich denke schon, dass er auch bei seinem Schützling darauf achten wird und immer achtet, dass er sehr, sehr gut vorbereitet in den Ring geht, also was physisch angeht. Und ich denke auch, dass sie sich auch boxerisch weiterentwickeln werden. Ja. Und ich denke, dass auch Roman Fress mit jedem Kampf natürlich wachsen wird. Und jetzt war es eine schwierige Zeit auch für Boxer, für Sportler natürlich in verschiedenen Sportarten, aber für Boxer denke ich mal auch, weil sie hat natürlich jetzt keinen, ja, keinen Rhythmus, wo sie 3-4 Kämpfe pro Jahr hätten absolvieren können. Und auch die Vorbereitung war in den letzten 2 Jahren nicht so einfach, auch die Sparringspartner zu finden. Also es war auch, denke ich mal, nicht einfach. Deswegen ist es wichtig, dass die Boxer sehr gut in dieses Jahr reinkommen. Und bei Roman Fress besteht doch die Hoffnung, dass er in Deutschland zu den Besten schon gehört, aber auch, dass er auch in der Weltspitzen angreifen könnte. Ja, aber dafür braucht er gute Gegner. Ich denke schon, dass da jetzt ein passender Gegner gefunden wurde. Und jetzt muss man sehen, wie Roman Fress diese Aufgabe meistert. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass er doch, also nach 1, 2, 3 Kämpfen jetzt in diesem, wahrscheinlich im nächsten Jahr, ja, für einen WM-Ausscheidungskampf vorbereitet wird. Und da muss man natürlich schauen, ob es jetzt bei WBO sein wird oder bei einem anderen Verband, dass es dann auch passt. Natürlich sind solche Gegner jetzt wie Usyk, der jetzt ins Schwergewicht zwar gewechselt ist, aber man weiß ja nicht, ob er jetzt ja, nochmal in diese Gewichtsklasse boxen wird oder Marius Briedis ist natürlich auch Top-Boxer. Ja. Also das ist natürlich wahrscheinlich jetzt für Fress eine zu hohe Kategorie, also jetzt sofort sie zu boxen. Aber ich denke schon, dass er, wenn er jetzt noch 2, 3, 4 Kämpfe absolviert und die Gegner immer wieder ja, schwieriger werden und er mit diesen Aufgaben wachsen wird, dann ja, muss man sehen, wie er sich entwickelt. Ja? Also man muss ihm Chancen geben. Die gibt man ihm jetzt, auch mit diesem Gegner. Und ja, ob er jetzt mit Uppercut gewinnt oder mit einem anderen Schlag, muss man sehen. Aber ich gehe davon aus, dass er auch diesen Gegner beherrschen wird und vorzeitig gewinnen wird.